Auch wenn du jetzt bei Superstars bist, hast du immer noch den NXT-Titel. Du wirst ihn am Ende jedes Monats verteidigen. Ich weiß, das klingt hart, aber so ist das eben als Champion. Okay, kein Titelmatch, aber endlich mal ein anderer Wrestler. Mal gegen Cody Rhodes zur Abwechslung. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring. From no place in particular, the future. And approaching the ring from Marietta, Georgia, weighing 225 pounds, Cody Rhodes. Schade, dass 2K ihm nicht das Stardust-Gimmick gegeben hat, aber es war halt schon zu spät fürs Spiel. Na dann. Block nicht. Ich kann das auch, ich kann das auch, keine Bange. Ja, ja, steh auf. Das war so geplant. Ja, das war jetzt nicht geplant, dass er blockt. You know, we talk a lot about Cody Rhodes' tremendous family history in this business and how he developed into a bona fide superstar. But we have to talk about his time as part of Legacy. His bloodline and his ability brought him into the group led by Randy Orton. Au. Cody certainly had success. Hör auf. Der ist ganz schön aggressiv, hey. Wieland ist nicht umsonst NXT-Champion, weil er der Beste ist. Was haben wir? Ja, nicht mal 33%. Das dauert noch ein bisschen. Zur Abwechslung mal ein Submission-Move. Ich überlege echt gerade, ob ich ihn zum Tappen bringen soll. Wäre mal eine Idee. Ja, dachte man schon zu früh. Ja, Bam. Gib ihm gleich Bam. Jawoll, Spinebuster. Double A-Version. Wenn er verliert, holt er wahrscheinlich seinen Bruder Goldust her, dass er mich fertig machen soll. Und nochmal ein DDT. After all of these shots to the head, I've got a feeling that Soup's gonna be on his diet for the foreseeable future.
And there's the submission. Can he fight out? This hold is locked in really good. Yeah, he's got to get the pressure off somehow. Ja, okay, das darf gehen. Ja. Wollte den German Suplex zeigen. Kriegt halt eins auf die 12. Ist genauso gut. Wem hat sie da die Daumen nach unten zeigt? Aber hoffentlich Cody Rhodes, nicht Wieland. Wäre unfair. Nicht? Kommt der jetzt mit einem? Der kommt mit dem Hagenau gleich ins Submission. Oh, you're not gonna last long here. Now it's time to fight out or tap out, King. Diabolical things are going through that mind right now. When you get in control like this, you want to throw everything at your. Jetzt muss ich echt gut aufpassen. What we're seeing here. Das ist ja gemeingefährlich. Boy, he was able to reverse and get out of that. Oh. Oh, and he got dropped. Jetzt bring ich dich zum Tappen. So schaut's aus. War nur ein Scherz. Bis nächste Mal. Ja. Aber ich kann auch ein Reversal zeigen. Submission locked in. And this might be it. Oh man, this has gotta hurt. Nee. And he breaks the hold. Klappt nicht. I guess he wants to try something else. I don't know what more you'd want to do to another man. That's it. He's done. Aber jetzt müsste doch K.O. sein. Jetzt müsste ich. Ja, der ist zu nah an den Seilen. What a deadly submission hold this is. We might see a tap out right here. Really going to work here. Just wrenching. Ach komm. Das klappt irgendwie nicht. Yeah. I think we could see a lot of punishment inflicted here. Jawohl, und der blockt nicht. Ja, okay, dann machen wir es halt mit dem Finisher. Mir auch wurscht. 1, 2 und 3. Mal wieder. Well, let's take a look at some of those highlights. Let's go to the highlights here. Here is your winner, the Future. An emotional victory here tonight. Man, oh man, what a battle. Da hat echt keiner eine Chance gegen Wieland. Egal, wer gegen ihn kämpft. Alle werden verlieren. Ja. Dreieinhalb Sterne. Oh. Aber 18.000 Followers. Du bist vielleicht ein Senkrechtstarter, aber du hast noch einen langen Weg vor dir. Denk daran, dass in diesem Geschäft nur Siege zählen. Also geh da raus und hol dir welche. Ich sollte ihm ein T-Shirt geben, wo drauf steht Winning. Das ist das, was er halt macht. Er gewinnt. Gut, dann würde ich sagen, mache ich hier einen kleinen Break und man sieht sich in der nächsten Aufnahme wieder.